Ja. Ja, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Ich hatte hier eine unfassbar tolle Zeit, schöne Zeit, wurde hier sehr gut aufgenommen und habe hier viele, viele Freunde gewonnen, nicht nur im Verein, sondern auch außerhalb in der Stadt. Und ja, werde die Zeit hier auf jeden Fall gut in Erinnerung behalten und glaube, werde das ein oder andere Mal auch hier wieder zu Besuch kommen. Marius, oft haben wir gesprochen, vieles konnte man in Worte fassen. Hasan kam gerade nicht so wirklich klar auf die Szenen, die gerade hinter uns passiert sind, beziehungsweise neben uns. Wie sieht es gerade in dir aus? Oh ja, schwer. Also schon, man ist schon sprachlos. Am Ende waren es 4 Jahre und man sieht ja, was hier los ist, also mit den ganzen Vereinen. Und ich bin froh, wirklich hier spielen zu durften oder zu dürfen. Und ich habe denen vieles zu verdanken, egal ob es Christian der Mannschaft ist oder auch den Fans. Also ich bin wirklich sehr, sehr stolz, einfach ein Teil von der Mannschaft zu sein in den ganzen 4 Jahren. Und dass jetzt sowas noch kommt, dass man trotz dessen, dass man wechselt, vernünftig verabschiedet wird von denen, ohne dass sie sauer sind, das ist absolute Weltklasse. Das hat man nicht in jedem Verein und da fehlen einem schon die Worte. David, Augen sind ein bisschen feucht vor Freude, glaube ich, dass man so verabschiedet wurde. Wie ging es dir gerade, als du die Fans vom Stadion gesehen hast, als die Bengalos gezündet wurden und ihr ausgiebig gefeiert wurdet? Boah, Gänsehaut pur, würde ich sagen. Ist nicht selbstverständlich in dieser Situation. Ich glaube, die nehmen auch einiges in Kauf oder der Verein auch. Nichtsdestotrotz, klar überwiegt irgendwie die Freude, dass man noch irgendwie so einen Abschied bekommen hat. Man hat, glaube ich, hier in den Jahren alles mitgekriegt. Man kam hier hin, oder ich kam hier hin 2013, wo zur kalten Jahreszeit waren nur ein paar hundert Menschen im Stadion. Und dann ist man durch die Jahre, hat man sich immer weiterentwickelt, der Verein hat sich weiterentwickelt, wir sind aufgestiegen und dann hat man erst gesehen, was halt hier so richtig möglich ist. Ne? Ich kam direkt aus Groningen her, wir haben direkt den Aufstieg geschafft, das war verrückt auf jeden Fall. Ja, und allgemein meine Mannschaftskollegen werde ich nie vergessen, wir waren so ein enges Team, so familiär. Ich glaube, das findet man nicht überall und auch die Verbindung zu den Fans. Sprechen wir noch einmal ganz kurz über das Spiel und über deine Szene, den Elfmeter. Ganz im Ernst, sollte der so hoch sein? Wir hatten das Gefühl, der geht gut drüber. Nein, das war schon so geplant. Ich wollte es ein bisschen spannend machen. Der sollte bewusst gegen die Latte und nein, klar, ich habe mir aber von Anfang an gesagt, wenn ich den Elfmeter schieße, dann chippe ich den. Und hat Gott sei Dank gut geklappt. Zu dem Spiel heute noch ganz kurz. Du bist ja dann auch noch der Mann, der den Sieg festgehalten hat. Wusstest du, dass er den Elfer dann nochmal in die gleiche Ecke schießen wird? Ich sag mal so, dass die rechte Seite ist irgendwie meine Lieblingsecke. Ich habe spekuliert. Das ist das Einzige, was man machen kann. Und zum Glück habe ich richtig spekuliert. Ich werde ihn vermissen, also, weil wir einfach eine spezielle Truppe waren. Also, es gab wirklich wenige oder fast gar keine, mit denen man sich gar nicht verstanden hat. Und ich glaube, das hat uns auch einfach die 4 herausgemacht. Und ich hoffe einfach, dass wir einfach weiter in Kontakt bleiben. Ich kann jetzt keinen vernünftigen irgendwie rausspicken, der mit dem ich mich gut verstanden habe oder besser. Ich habe den vielen zu verdanken. Ja, Kontakt ist noch da mit Benny Gommert. Mit dem habe ich mich noch vor kurzem getroffen. Mit Basti Schepers hat man immer mal ein paar Käffchenabende oder ein Bierchenabend dazwischen. Und man hat mit so vielen Leuten zusammengespielt. Da will ich jetzt auch keinen vergessen. Ich will jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen. Klar, die Kontakte bleiben bestehen und es ist immer schön, so über die alten Zeiten ein bisschen zu philosophieren. Und das wird, denke ich mal, auch jetzt der Fall sein, jetzt wo ich den Verein verlasse, auch mit David oder mit Putti. Da wird immer der Kontakt bestehen bleiben, glaube ich. Ich danke natürlich allen, die immer zahlreich ins Stadion gekommen sind, die uns immer unterstützt haben, die immer hinter uns standen, egal ob wir verloren oder gewonnen haben. Und ich kann nur noch mal sagen, in diesem Verein ist halt dieses familiäre absolut Weltklasse. Und ich glaube, das gibt es in wenigen Vereinen und das hat einfach auch der springende Punkt, warum man sich einfach so hier unfassbar wohlfühlt. Und ich wünsche allen natürlich gute Gesundheit und ich hoffe, man sieht sich beim Auswärtsspiel dann, wenn ich mit dem FCK herkomme.